Herr Cem Özdemir, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Glückwunsch. Bitte schön. Herzlich. Man hier offenbar nicht vorbereitet, dass man tatsächlich einen Minister hat, der möglicherweise mit dem Fahrrad ankommt. Deswegen musste das draußen bleiben. Also da hat das Bellevue möglicherweise, das Schloss Bellevue, noch etwas nachzuarbeiten. Jetzt sehen wir eben auch Cem Özdemir, der wahrscheinlich jetzt alle Blicke auf sich ziehen wird. Und vor ihm rollen eben die Limousinen weg. Natürlich ganz wichtig, vorher noch den Helm anziehen. Auch das gehört zur Form eines Ministers dazu, mit der sehr legeren Jacke eben gekleidet. Auch heute so natürlich gekommen. Ich bin mir sicher, in der Rückschau des Tages wird erst möglicherweise Olaf Scholz an der einen oder anderen Stelle auch etwas die Schau stehlen. Dieser Auftritt von Cem Özdemir, der eigentlich schon mit dem Fahrrad vorfahren wollte, um dieses Bild auch zu liefern, so kann er jetzt wenigstens damit wegfahren. Und wir sehen eben, dass auch da offenbar in Bezug auf das Prozedere nachgearbeitet wurde und er jetzt eben hier das sicherlich sicherheitstechnisch bis ins letzte Detail durchgecheckte Fahrrad dann am Ende eben auch rausfahren kann. Sonst insgesamt geht jetzt alles seinen Gang. Es hat deutlich länger gedauert, als wir eigentlich dachten. Man hatte eigentlich geplant, das um kurz nach eins schon zu schaffen. Jetzt wird nochmal Tschüss gesagt hier eben zu den Angestellten und dann geht's relativ beschwingt. Die 1,8 Kilometer nochmal links angezeigt, dass man abbiegen möchte, die 1,8 Kilometer. Selber strampeln. Wir wissen ja nicht, ob er den E-Modus auch anhat. Du kannst den Sportmodus ja auch ausschalten. Guckst du mal bitte hin? Man sieht's, da man strampelt sieht's. Keiner. Er fährt. Doch, strampeln muss er immer. Ist ja auch ein anstrengender Tag. Also wir können auf jeden Fall, glaube ich, festhalten, zum jetzigen Zeitpunkt schon, Olaf Scholz wird morgen auf der einen Seite der Titelseiten sein und Cem Özdemir mit seinem Bike am Schloss Bellevue auf der anderen. Frau Präsidentin, ich schwöre es.